Herzlich willkommen zu Shihoso TV. Euer Vespo zockt jetzt gleich noch mal ein bisschen Don't Starve weiter. Wir befinden uns am Tag 6. Gerade. War das gerade? Schon beim letzten Mal. Ich glaube, mein Lager ist passé. Ja, ein bisschen was steht da noch. Aber es musste schon ein bisschen leiden. Mir auch schon ein bisschen weiter vorgearbeitet. Aber es ist immer noch elendig viel. Aber jetzt kommt erstmal die Nacht. Hammer gehabt. Oh, ey. Komm mal ein paar Tage nicht gezockt, dann kann ich die Steuerung nicht mehr. Da kann ich ihn rauswerfen. Mensch. So, ich möchte mich auf jeden Fall mal für die Höhlen jetzt vorbereiten. Na, Steine frisst er nicht. Wo ist meine Spitzhacke? Ich hab keine Spitzhacke mehr, doch wohl. Aber Dreck. Ist das doof, wenn der Inventar überfüllt ist? Auf geht's, komm. Ja, also von den Werten her sieht's ja gut aus. Ein bisschen Psyche angeschlagen, aber das ist ja schnell machbar. So viel Frösche. Dümm-dü-dümm. So, da haben wir das Lager. Was sagt mein Kühlschrank? Ja, ohne Kochtopf, ne? Alles ein bisschen scheiße. Buh, die Steine, die ich hätte gerade mitnehmen können. Fuck. Egal. Scheiß drauf. Jetzt weggeschmissen. Mehr als genug von Steine hier. Gucken, ob ich mein Fleisch wieder ein bisschen aufbessern kann. Thank you.
Also ich werde mein Lager jetzt ein bisschen weiter von meiner Falle wegbauen. Also hier wäre ja schon mal nicht schlecht. Aber ohne Kochtopf brauche ich hier nichts großartig bauen. Strohhut natürlich. Fangnetz, wo ist das? Spinnennetz und Seil. Okay, Spinnennetz, das wird ein bisschen schwieriger. Drei habe ich. Glotzen wir mal. Wo können wir noch hin? Ich glaube ja, dass es danach irgendwo weitergeht. Wenn die hier so abrupt enden. Probieren wir nochmal aus. Genug Sachen für ein Lagerfeuer habe ich. Psyche ist top. Nur was zu futtern müsste ich mitnehmen. Komm schnell, jetzt mal den Weg. Dämmerung. Und ich hoffe ja mal, dass wir hier noch einen Weg finden. Okay, Gold gerade kurz gesehen. In dem Gelände hier. Das ist ja mies. Kaninchenbaum. Bisschen Sumpf. Mies, mies, mies ist das. Vor allem die unnötigen Wege, die man hier abreißt. Oh komm, Lenzkin, nimm mal mit. Ey. Und jetzt sollte ich mich mal langsam um ein Feuerchen kümmern. Mach mal ein bisschen hier. Dunkel. Jetzt wird's dunkel. Meine Ausrüstung bin ich ja schon relativ ausgerüstet.
wird auch nichts mehr Großartiges kommen, glaube ich. Aber das wird erst Tag 77 zeigen. Das brauche ich nicht. Feder ist für mich unnötig. Kann man, glaube ich, Pfeile für das Blasrohr mitbauen, aber zu schwach. Dafür eine schöne Fernwaffe. So, auf geht's, weiter. Ich hoffe so, ich finde endlich diesen scheiß Wanderstab. Wird mal Zeit. Habe ich eigentlich mal in den ersten 20 Tagen gefunden. Na gut, so viel rumgelaufen bin ich ja noch nicht. Aber so langsam, ne? Könnte mal irgendwo hier liegen. Bären. Tudum. Und wieder am Teich. Der Blut hat mich noch nicht mehr gesehen. Ich hoffe, das war das Wurm noch. Genau. Dann gehen wir doch mal ein paar Spinnennetze orgen. Geh weg, lass mir in Ruhe. Ist ja nicht mal allzu weit weg. Das war mein letzter Ausflug. Und noch da unten könnte es weitergehen. Wanderstab bin ich echt ein bisschen lahm am Tag. Aber jetzt nehmen wir uns noch ein paar Spinnen mit hier. Wo ist mein Kampfstab? Oh, oh. Die gelben Spinnen sind mir zu stark. Können die schön weit springen. Ja, frisst das alles weg da, ey. Super. Viele Schmetterlinge hier unterwegs. Aber ich krieg keinen. Wow. Das ist ja very nice, dass ich das Tor gefunden habe. Vielleicht spielt man einfach mal die Competition.
du denn hin? Ja, mit diesem Tor betreten halt diese Competitions, diese fünf, die ich schon mal irgendwann mal erwähnt habe, mit Sicherheit. Die letzte habe ich bisher noch nie geschafft. In kompletter Dunkelheit. Ja, irgendwann bestimmt. Das ist halt immer ziemlich ärgerlich, wenn man drauf geht, wieder komplett von vorne anfangen zu müssen. Da finde ich mich wieder am Arsch der Welt. Ich würde sagen, wir bleiben in der Nähe vom Feuer. Feuer ist immer gut in der Nacht. Machen wir nochmal ein bisschen hier. Alle bösen Blumen haben wir weggebrannt. Pflanzen nochmal ein paar neue Bäume. Gold vorhanden. Noch ein bisschen Eis mit. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Nehmen wir mal schöne Gold mit. Verstehe das nicht. Warum ist denn hier bei Twitch tote Hose? Ist doch ein tolles Spiel. Ach komm, ich hab Zeit. Immer die Kohle. Oh, und hier sind Glühwürmchen. Das ist aber sehr mies. Aber gut zu wissen. Okay, Kohle ist aufgebraucht. Aufgebraucht. Full natürlich. Spinnennetze komme ich nicht weit. Ich habe Fleisch gefunden. Ah, super. Brauche ich denn zwei Schippen mit?
So, also hier muss ich... Oh, Hunde. Dann gibt es halt wieder ein Hundeangriff. Aber hier muss ich halt wieder hin, um mir die Glühwürmchen zu holen. In Kombination mit den Glühwürmchen kann ich zum Beispiel meinen Hut, den ich gerade auf dem Kopf trage, zusammenpacken. Und dann habe ich eine Leuchte vorne dran. Hört sich doof an. Ist aber gerade in Höhlen sehr effektiv. Gerade Höhlen, die sehr dunkel sind. Oh nein. Ein roter Hund. Kommt mal mit. Ich hoffe, es bleibt auf 5 Punkte. Waldbrand hier aus. Okay. Sagen, ich lasse mich mal hier bei den Schweinen niedern. Das ist ein relativ guter Platz. Oh, das ist ein Kühlschrank hier hin. Klimbims, den ich nicht brauche, hier rein. Ah, noch zu viel weg. Scheiße. Scheiße. Goldschiffer hält noch ein bisschen. Kann man jetzt die Schweine hier rumliegen. Ah, ein Kühlschrank. Sammeln hier. Der Vogel ist mir noch zu schnell ohne Wanderstab. Was es damit auf sich hat hier. Ein Katzenschwanz. Ich muss aufpassen, ich will ein Schwein erwische. Jetzt hauen die mich alle platt. Und verjagen mich. Thank you.
Magen füllen. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, bis die Nacht reinbricht. Krallen wir uns das Eis. Sicherheit bringen. Oh komm. Nehmen wir auch mit. Mehr als genug Steine. Okay. Immer noch Zeit. Mann, 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 Mann. Auch ein Wurmloch. Ich weiß nicht mehr, wohin das ging. Oh, ist ja doof. Langbart. Du siehst die Top-Konkurrenz machen. Wo komm jetzt? Lass es Nacht werden und schnell wieder Tag. Die Schmetterlinge mit als Wegzehrung. Fehler. Schnell ein taktischer Wechsel hier. Ach, was mache ich denn da? So wollte ich das. So. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir ziehen den Weg nach unten weiter. Ein Lagerfeuer geht noch. Komm, mach Tag. Bettelt mich das Schwein an, ey. Bobbit hackt. Dim-di-dim-di-dim. Oh, toll. Falscher Weg. So, die habe ich, glaube ich, schon aktiviert, ne? Ja. Also, wer hier in dem Spiel stirbt, ist eigentlich auch tot. Heißt, dann ist das Spiel rum. Wir fangen wieder von vorne an, außer den Tisch, den ich gerade nochmal da angeguckt habe. Den aktivieren wir und haben nochmal so eine Art Extra-Leben. Müssen allerdings dann ohne Zubehör an diesem Tisch beginnen. So, mein Hut ist gerade kaputt gegangen. Ist aber auch egal. Hatte keinen Vorteil da, dass ich den auf dem Kopf sitzen hatte. Weg. Fiesmine. So, und
das hier weitergehen? Natürlich nicht. Also ich glaube, seit dem letzten Update sind die Karten ein bisschen größer geworden. Ein bisschen ist gut. Für alle, die gerade zuschauen, ich bin auf dem immer noch auf der Suche nach meinem Wanderstab, womit ich mich dann noch schneller bewegen kann. Irgendwie ist er verschütt. Also noch nicht auffindbar. Nein, kommst mit. Alle nicht. Nee. Nächste Wüste. Wann? Kurz was essen. Magen und Psyche sahen nicht mehr so gut aus. Ich habe noch keinen Steinweg gefunden. Die wichtigsten Elemente in dem Spiel. Und die sind gut versteckt. Na, immerhin ein kleiner Spinnenbau. Komm. Ja, dann geht es hier auch schon mal nicht weiter. Mies, 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 mies. So kann man auch seine Tage verplempern. So, den Gegner umlaufen wir mal. Möchte ich mich jetzt nicht gerade mit anlegen. Nein. Was? Katze macht sie über Maulwurf her oder was? Schön. Springt Fleisch für mich dabei raus, ist doch schön. Aber ob sich das Eis nachgebildet hat? Nee. Nee, gibt es nicht. Erstmal, dass dieser Steinweg nicht zu den Schweinebauten führt.
Also bei der Schweinebau und zum Schweinekönig. So, aber jetzt halten wir uns noch mal ein bisschen im Licht auf. Ist ja gleich wieder Nacht. So, da bin ich aber relativ zentral. Da müsste ich noch ein bisschen absuchen. Da geht es eventuell auch noch weiter. Ja, sicher, da sind Wege. Da latschen wir als nächstes hin. Ich muss diesen verflixten Stab finden. Danke. Okay. Nur den Schweinefreund mit. Und los, komm. Raus aus deinem Haus. Vergessen, dass die so lahm sind. Ist egal, da kann mir die Hunde vom Leib halten. Eine Möhre. Da hat er mich gesehen. Ja, Bilmer. Erkunden weiter dieses oder diesen Wüstenabschnitt. Obwohl, das ist ja keine Wüste. Ödland oder sowas. Und hier sind wir noch nicht weitergelaufen. Wow. Mechanische Viecher mit dem Portal. Na, endlich habe ich es gefunden. Neu. Und verlasse es mal euch anzugreifen. Oh, schön. Ausrüstung. Fast kaputt. Naja. Ist noch brennbares Material, also. Boah, das sieht nicht aus, als dass wir hier noch was finden würden. So.
Ihr traut euch ja was. Legen die sich hier mit den Portalwächtern an. Deswegen rumst das auch so. Ich habe immer noch keinen Wanderstab gefunden. Oha, geh weg, lass mich bloß in Ruhe. Naja, Dämmerung bricht gleich ein. Oh komm, das Holz nehme ich noch mit. Da liegt nichts mehr. Geh weg. Den kann schießen, das, damit will ich mich nicht anlegen. Feuerchen. Na, die halbe Dämmerungszeit werde ich jetzt hier noch ein bisschen was absuchen. Sollte nicht zu weit weg vom Lager. Jetzt überrascht einen die Nacht. Ja, egal. Essen wir. Jedenfalls zurück, meine Psyche sieht nicht so gut aus. Aber erst gehen wir noch mal in die Richtung.
So, und wieder online. Ja, warten wir auf die Nacht. Oh, die ersten Halluzinationen sind schon zu sehen. Gleich ein paar Blumen. Aber zu essen wäre auch nicht schlecht. Jetzt wird's knapp. Auf geht's, komm. Mach die Lichter an. Hier sieht auch nicht mehr vielversprechender aus hier. Also heißt es gleich mal zurück. Nee, nee. Gucken wir uns nochmal in die Mitte hier. Aber auch nichts mehr. Nee, dann werden wir jetzt zurücklatschen. Wird zu knapp. Nächster Weg. Hat der mechanische Vieh getötet? Nein, aber das Fleisch ist gut. Wäre ja gar nicht mal so schlecht, wenn eine Ziege drei Fleisch abgibt. Das Schwein fightet um sein Leben. Ich mache nur aus dem Staub. So, Zwischenlager. Brauche ich was davon? Weg zum Hauptlager. Auch wenn es wieder stark zerstört wurde.
So, jetzt erstmal hier mal oben. Oh, vor kurzem herrschte hier ein Waldbrand, deswegen alle Bäume platt. Der Gigant alle Arbeit, ne? Tolle Arbeit geleistet hier. Aber ich habe schon neue Bäume gepflanzt. Nur die Blumen gehen aus, das ist nicht schön. Ja, Fallen haben wohl nicht funktioniert. Aber ich hänge jetzt erstmal mein Fleisch aus. Zum Trocknen. Was gibt denn mein Kühlschrank hier? Nur Schrott. Hier aufstellen. Essen sieht es momentan mau aus. Jetzt habe ich hier auch schon alles abgegrast in der Gegend. Nicht mehr, dass ich so viel finde. Essen verrottet hier. Kann nicht mehr essen. Muss man halt auf den Samen. Hauptsache war der Magen. Oha, es geht aber voll auf die Psyche, wenn ich hier im Dunkeln stehe. Nicht gut. Dann war mal schön im Licht.
Nahrung. Das nehmen wir natürlich auch mit. Doch da. So, ich werde jetzt erstmal hier oben rechts gucken. Da haben auch ganz viele Beerensträuche. Tüm-tüdüm. Alles mitnehmen, was geht. Stehen. Warum den Froschen Lumi noch nicht anlegen? Aber den Lumi nicht. Eine Stunde um. Nimm das. Geht immer viel zu schnell wieder auf Laufen. Allerdings ist das auch genau das Spiel, den Spieler hier richtig unter Druck zu setzen. So. Fleisch im Kühlschrank. Da ist mal wieder was Essbares drin. Langsam wieder für den Winter vorbereiten. Dieser andere Falle vorbeigehuscht. Nein. Du bist doch mies. Töten, ne? Dann kann ich auch einen Kühlschrank machen. Kohleorgen. Gibt ja genug abgebrannte Bäume hier.
Stöcke, da werden weitaus mehr Blumen produziert. Ich bin mir auch nicht sicher. Man kann sogar eine Biene platzieren und dann kommt daraus eine Blume. Vielleicht ist es nicht ganz so realistisch. Aber das Spiel ist schon realistisch. Hat keine Falle mehr zugeschnappt. Vielversprechend. Ich depp hab die Steine nicht mitgenommen. So, haben wir schon mal einen Kochtopf. Aber auch relativ schnuppe, weil ich muss noch einen Weg finden. Aber ich würde gerne wissen, welches Wurm noch das war. Zeit ersparen können, aber egal. So, meine Fallen kann ich nicht allzu lange außer Augen lassen. Auch ein Kaninchen geht irgendwann ein. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Glühwürmchen. Ich renne hier immer unbedacht rein.
Hundeangriff. Langsam wird aber lästig hier. Ich bin ja schon mal froh, dass wir hier bei meinen Freunden sind. Hier. Ganz viel Fleisch. Ist leider einer meiner Freunde gestorben. Aber ich habe gut Nachwuchs, wie ich sehe. Dann nehmen wir die Scheiße auch mit. Ah, das braucht man. Jetzt geschwind zum Tor. Und da sind wir wieder. Gar nicht so schlecht, wenn die Glühwürmchen kommen, dass alles frei ist. Wo sind die? So. Ausgestattet mit Fangnetz. Von hier aus können wir kommen. Yeah.
5 Glühwürmchen. So sollte es immer laufen. Aber 5 Stück auf einem Fleck ist manchmal echt schwierig zu finden. Na gut, jetzt kann ich mir auf jeden Fall die speziellen Hüte bauen. Und ich würde auch sagen, die Mine wäre perfekt. In der Mitte des Bildschirmes. Rum. Fein, fein, fein. Glaub richtig, ja. Danke für eure Scheiße. Produziert ruhig weiter. Hebe ich hier nicht auf, das ist von den Hunden. Ich weiß nicht, ob das verdorbenes Fleisch ist, auf jeden Fall ist es nicht essbar. Ja, ist schon essbar, aber es schadet uns mehr, als dass es die Energie wieder auflädt. Ui, sorry. Zu viel Kohlensäure. Zwischenlager reinschauen. Ja, Fleisch. Wie? Die Axt raus. Müssten jetzt auch wieder prall gefüllt sein. Ja, sieht auch gut aus. Lass mal weg. Nett. Ich würde schon sagen. Thank you.
komisch, nur die eine Falle hier funktioniert. Nun ja, kann ja nicht alles haben, ne? Ja, ab in die Tiefkühle mit dem Fleisch. Eine kurze Stärkung. Na, wo ist er denn? Nein, wir bauen lieber zur Sicherheit noch ein. Wieder. Oh, noch ein bisschen den Chester befüllen. Bisschen Eis wäre nicht schlecht. Ist immer so weit weg. Ich glaube, ich werde gerade von einem Giganten besucht. Das war nicht so gehört. Oh doch. Ja, dann Goodbye Lager. Seit dem Add-on mit den Giganten ist das verdammt schwer, sein Lager echt standfest zu halten. Leider. Ist halt jetzt die Frage, was für ein Gigant kommt. Lässt mich in Ruhe.
sieht auch danach aus. Mach dich weg. Das ist mein Fleisch. Oder lasch zumindest meine Fallen rein. Dann lässt er sich ja anlocken. Also wenn er da nur rumsteht, dann ist mir das weitaus lieber, als dass er mein ganzes Lager kurz und klein hackt. Bleib ruhig da. Kümmere ich mich um Fleisch. Ja, ich weiß, öde, warum greift er den nicht an? Nicht ausgerissen. Ich habe zwar einen Speer. Oh nein. Er haut alles nieder. Dieses Stück etwas. So garstig. Ich habe da gar nichts gemacht. Sehr schnell. Sehr schnell. Und ich bin so lahm. Komm. Komm. Ja, in meine Fallen läufst du nicht rein, oder was? Du nicht raus. Ne, ich muss die Flucht ergreifen. Der ist zu stark, als dass ich ihn legen könnte. Ja, außerdem muss ich in Sicherheit kommen. Ne, der kommt noch. Toll. Dann, wenn man die Frösche braucht, sind sie nie da. Das ist perfekt. Ja, und schon wieder habe ich ein kaputtes Lager. So schnell geht das. Gut, dass ich Zwischenlager habe. Gigant. Macht hier mein Lager kaputt. Müssen wir uns wieder von Samen ernähren. Ja. Ne,
hier eine Feder. Braucht doch keine Feder. Ich habe mich so eben entschieden, mein neues Lager zu bauen. Relativ zentral. Relativ einfach hier die Abwehr aufzustellen und die Schweine helfen mir auch noch. Ist ja perfekt. Steine, Bretter. Egal. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir uns mal die Höhle angucken, also den Untergrund, auch nochmal so in etwa die gleiche Größe der Spielewelt wie hier über Tage. Weil, vielleicht ist es 12, vielleicht spiele ich gleich noch was anderes. Ich werde jetzt noch mal gucken, ob der Gigant jetzt bei den Fröschen geblieben ist. Weil dann ist die nächste Aufgabe, auch mein gesamtes Material mal wieder rüber zu schaffen. Und wenn ich Glück habe und der noch hier ist, könnten die Frösche den gleich angreifen. Ich glaube, der hat sich mit den mechanischen Viechern angelegt. Oder auch nicht. Wenn die nicht noch leben. Schön, was da alles hier kaputt gemacht hat. Sieht ja fast so aus wie in meinem Lager. Und wo ist er hin? Wir verfolgen einfach mal die Zerstörung. Alles mitnehmen, was wert hat. Der hat sogar mein Chester getötet. Mieses Moped. Also der Umzug, der könnte ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Noch ein paar Klamotten hier rumliegen. Mein gutes Fleisch. Meine gute Butter. Alles für den Arsch. Muss ich erstmal liegen lassen. Schlitten. Da drüben. So, bin überladen. Auf geht's. Doch erstmal Fleisch in Sicherheit gebracht. Warte schon wieder. Also langsam wird es, glaube ich, wieder Winter. Die Nächte werden länger. Kein gutes Zeichen.
Naja, viel Platz bleibt mir ja nicht hier, ne? Hauptsache schon mal das Fleisch trocken legen. Komm, wir müssen irgendwas haben, die wegpacken kann. Das brauche ich nicht. Schön dunkel, ne? Bauen wir mal unsere Festung gleich auf, ne? Ich habe mich ja eigentlich gerade verabschieden wollen. Das mache ich jetzt aber gleich. Warum hat der denn das Netz in der Hand? Das wird doch gerade hier reingepackt. Sehr mies. Ja, die große Action hat man verpasst. Der Gigant hat mal schön mein Lager geschrottet. Wo bin ich denn hin?
Steuerung. Ein Block noch. Na gut. Zuschauer sind alle weg. Ich bin jetzt auch weg. Also denn, beim nächsten Mal gibt's die Unterwelt im Dunkeln mit leuchtenden Helmen. Seid dabei. Ansonsten sehen und hören wir uns hier bei Chioso TV. Macht's gut. Tschüss zusammen.